Hallo, das ist jetzt einfach mal meine Meinung. Es ist kein Tutorial in keinster Weise. Ich mache jetzt einfach mal so einen kleinen Rückblick auf das Atomkraftwerk bzw. die Ereignisse dort auf das AKW Fukushima 1. Und da werde ich einfach mal meine Meinung sagen, wie man teilweise solche Anfängerfehler gemacht hat oder wie man sie machen konnte. Und ja. Also, wer ein Tutorial will, dann einfach wegklicken, weil das ist echt kein Tutorial. Also, das ist eine Karte des AKWs oder Atomkraftwerks. Ich sage jetzt immer Atomkraftwerk, weil AKW finde ich irgendwie Bezeichnung komisch, aber naja. Also, das hier ist das Atomkraftwerk bzw. die ganze Anlage. Hier Block 1, Block 2, Block 3, Block 4. Das sind die Reaktoren. Hier hinten ist nochmal Block 5 und Block 6. Sind auch Reaktoren, die waren jetzt aber nicht direkt betroffen. Das waren die rot gekennzeichneten Betroffenen. Hier hat man so eine Staumauer gebaut gegen die Flut, sage ich mal. Das hier auch noch. Das sieht man auch sehr gut in den Google Maps. Wenn wir da etwas näher herangehen. Quasi, man hat hier das Kühlwasser vom Meer gebraucht. Also konnte man es nicht komplett zusperren. Das heißt, man hat halt gesagt, wenn die Welle so kommt, dann ist hier nur so ein ganz kleiner Spalt und wenn sie da durchkommt, dann haben wir hier auch nochmal eine kleine Mauer. Aber das waren hier die eigentlichen Mauern. Und hier waren dann wirklich die Atomkraftwerke. Ja. Naja. So. Wie gesagt, Kühlwassereinlauf, hier waren die Verwaltungsgebäude. Da die Zwischenlagerung abgebrannter Brennstäbe, das Bild ist schon etwas älter, also es muss eigentlich auch rot angemalt werden, denn da war dann später auch noch Probleme. Und ja, also man sieht auch schon hier, diese Mauern, die bringen wirklich was, denn hier sieht man das Meer, wie es dagegen schwappt, hier, und hier ist wirklich komplett still. Okay, so, gehen wir mal noch weiter zurück. Ganz weit. Japan gewinnt ca. 80% seiner Energie aus Kernenergie, aus Atomkraftwerken. Das ist doch sehr erstaunlich, wenn man bedenkt, dass Japan das Land war, auf dem zwei der weltweit auf, ich sage jetzt mal, bevölkertes Land geworfenen Atombomben geworfen sind. Die einzigen Atombomben, die wirklich gezielt geworfen sind, um Leute zu töten, wurden auf Japan geworfen. Und genau dieses Land hat 80% Kernenergie. Sehr interessant, finde ich. Diese Explosionen haben sich anscheinend nicht eingeprägt. Vielleicht ist es auch so, weil wenn man sich jetzt mal Hiroshima anschaut, das ist das heutige Hiroshima, ist da, wo das alte war, eine blühende Stadt, Nagasaki ebenfalls. Interessant. Also wie gesagt, diese Angriffe haben keinen dauerhaften Schaden hinterlassen. Ich freue mich natürlich drüber, aber ich finde es halt sehr erstaunlich. Also, es ist ja auch ein Unterschied, zum Beispiel Tschernobyl. Das schaut halt nicht mehr so aus. Ganz sicher nicht. Das können wir mal Tschernobyl heute eingeben. Da können wir dann mal sehen, wie das Ganze ausschaut. Geisterstadt. Also hier ist wirklich, schade, dass das Bild so klein ist. Hier ist wirklich nichts mehr außenrum. Das ist alles evakuiert, alles verlassen. Das sind Geisterstädte. Wenn man sich da mal Hiroshima und Nagasaki anschaut, wow. Es liegt natürlich an den verschiedenen Unfällen. Beziehungsweise das hier war ja wirklich gezielt. Ist das hier. Es ist eben so, dass hier direkt am Boden
wie Strahlung freigesetzt wurde. Das ist ja explodiert damals. Der Deckel wurde weggesprengt. Das war übrigens auch so ein billiger Graphitreaktor. Ich glaube, das ist auch in diesem Artikel hier noch drinnen. Ich mich da noch richtig erinnere. Fukushima. Übrigens, die ganzen Links zu den Bildern, die werden alle in der Beschreibung stehen. Wer dann nochmal genauer nachlesen will, der kann sich hier wirklich gut informieren. Ich mache nur einen kleinen vereinfachten, ja, Rückblick. Wirklich sehr gelungen, der Artikel, finde ich. Ja, das war der. Naja, und übrigens, dieser Betondeckel wurde hier weggesprengt. Der wurde weggesprengt. Es war aber eine andere Bauweise. Das ist ja ein Siedewasserreaktor. Kann man sich auch nochmal reinlesen. Ich will das jetzt nicht erklären, das ist alles sehr schwer. Und hier hat man einen Graphitreaktor genommen. Der Vorteil ist, man braucht das Uran, das man so in der Wildnis, sage ich jetzt mal, abbaut, aus Gestein. Das braucht man nicht besonders aufbereiten. Bei dem Siedewasser und bei dem modernen Druckwasserreaktor, der Siedewasserreaktor ist übrigens auch nicht mehr ganz auf der neuesten Hightech-Ebene. Also der ist auch schon ein bisschen mehr älter, aber naja. Und hier war es eben so, man hat hier keinen Sicherheitsbereich, so ein sogenanntes Containment. Das hier ist das Containment, das ist das Sicherheitsbehälter, den hatte man da nicht. Ich glaube, der war wirklich hier drinnen in dem Artikel. Und das ist nämlich ein sehr gutes Vergleichsbild. Block 4, nein, ich. Schade. Okay, oder war das das? Tausche. Nee, das war jetzt auch in Fukushima. Schade. Naja, man hatte hier einfach kein Containment drinnen. Das wurde alles weggesprengt. Graphit, naja, das funktioniert zwar ohne Aufbereitung dann das Uran, aber wenn es dann mal zu einer übermäßigen Kettenreaktion kommt, dann ist wirklich Ende Gelände. Denn dann kann das Graphit, also mit dem die Steuerstäbe besetzt sind, dann kann das nicht mehr stoppen. Und also dann hat man wirklich ein großes Problem. Aber deshalb wurde ja hier auch so viel verseucht. Das ist ja wirklich in der Luft rumgeflogen. Und bei einer Atombombe wird das Ganze eben 2 bis 3 Kilometer über der Erde gezündet. Dadurch wird natürlich schon mal viel Strahlung oben in der Luft weggetragen und hier kann dann nur noch relativ wenig. Hier sieht man auch, alles blüht und ist super. Ja, wie gesagt, also dazu nochmal kleiner Rückblick. Und jetzt kommen wir mal zum Tsunami. Es gab da im Meer ein Beben mit der Stärke. Erst hat man gesagt 9,9 und dann später hat man 9,8 gesagt. Das ist eines der stärksten, das war hier irgendwo. Also es war schon ein paar Kilometer von Fukushima weg. Und ja. Hat übrigens auch 107 Erfahrungsberichte, das Atomkraftwerk. 3 Sterne. Ich denke mal, die Erfahrungsberichte dürften in nächster Zeit weniger werden, wenn die ganzen Arbeiter tot sind. Okay, kleiner makaberer Witz, aber naja. Also, hier kam der Tsunami. Schlimm, schlimm. Aber wie gesagt, kein Vergleich zu einer Kernschmelze, einem Atomkraftwerkunfall. So, was ist genau passiert? Naja,
Es gab das Erdbeben, die ganzen Blöcke wurden sicherheitsmäßig abgeschaltet. Dazu werden die sogenannten Steuerstäbe, das sind die hier, die Steuerstäbe, die werden hochgefahren und dadurch können die Stäbe, die Brennstäbe nicht mehr spalten. Wie funktioniert das überhaupt? Also, gehen wir mal Kernspaltung ein. Modell. Das ist ziemlich einfach, aber ich brauche mal ein Bild dazu, damit ich das zeigen kann. Genau, das ist ein super Bild. Das ist echt gutes Bild, das passt. So. Also, wir brauchen hier ein großes Atom, ein instabiles Atom. Wieso? Naja, wenn wir jetzt hier ein Atom mit weniger Protonen und Neutronen haben, dann ist es nicht in sich so unstabil, dass wir es mit einem Neutron, den wir hier reinschießen, auf das Atom schießen, zerteilen können. Das funktioniert mit Uran, das ist noch natürlich. U235, das wird dann meistens verarbeitet zu U238. Und Plutonium, das gewinnt man durch ein spezielles Verfahren aus Uran. Aber das ist jetzt wirklich zu kompliziert. Also wir spalten das hier, dadurch wird Energie frei in Form von Wärme. Es entstehen zwei kleinere Atome, die dann weiterfliegen und wieder was spalten. Beziehungsweise es werden auch Neutronen frei und die spalten dann weiter. Ich hoffe, das hat man verstanden, das Prinzip. Ja, okay. Und deshalb, es ist so eine Kettenreaktion, die kann man nicht einfach stoppen. Und in so einem Brennstab, da sind Milliarden, Billiarden drinnen, solche Atome, und die spalten sich innen. Damit sie aber mal anfangen zu spalten, muss man von außen, wie gesagt, was reinschießen. Und zwischen diesen Brennstäben sind so Kühlmittel. Also vor allem Wasser versetzt mit Bor, das stoppt diese Neutronen, das bremst die aus. Und ja, falls man da mal den Reaktor runterfahren will, dann schiebt man einfach diese Steuerstäbe dazwischen rein, also eher hier, und dann bekommen die keine Neutronen mehr von außen. Es muss immer gekühlt werden und so weiter. Und wenn das eben nicht gekühlt wird, das ist ganz gefährlich. Wieso? Naja, wir sehen es hier. Also, hier ist der Meereskreislauf, deswegen hat man es auch ans Meer gebaut. Das Pumpsystem, das pumpt es da rein, das kühlt es und das geht raus. Mit diesem Dampf treibt man eine Turbine an und die treibt einen Generator an. So erhält man Strom. Naja, so, was ist das Problem? Richtig, wenn man es nicht mehr kühlt, dann überhitzt dieser Reaktor. Was passiert dann? Naja, ziemlich einfach, es wird nicht mehr gekühlt, es wird nicht mehr die Neutronen gebremst, selbst wenn man die Steuerstäbe reinschiebt, naja, es wird so heiß innerlich selber und die Steuerstäbe alleine können das nicht richten. Da braucht man immer Wasser mit Bor. Wenn man nur die Steuerstäbe reinschiebt, das bringt irgendwann gar nichts mehr. Gar nichts. Ja, das hat man natürlich gemacht. Man hat die Steuerstäbe reingeschoben. Das hat auch soweit so gut funktioniert. Bis dann der Tsunami kam. War auch noch alles so, ich sag mal, in Ordnung. Durch das Erdbeben sind aber Leitungen beschädigt worden. Das Pumpsystem ist ausgefallen. Man hat natürlich dann sofort die Notstromaggregate angeschmissen. Die waren hier unten. Nein, nicht Hiroshima. Die waren, Moment. So viel ist offen hier. Genau. Die waren
Hier, soweit ich das noch weiß, die waren in diesem Bereich. Und die haben auch noch super funktioniert, bis dann der Tsunami kam. Hat die Mauer hier um 1 oder 2 Meter überrollt. Die war, glaube ich, 12 Meter hoch, die Mauer. Überrollt die Mauer. Und dann war das Problem, dass hier unten, in diesem Bereich, ganz unten, ganz nah am Meer, da waren die Motoren und die Tanks, die Dieseltanks. Und das lernt ein Azubi im ersten Lehrjahr, wenn Wasser in den Motor kommt, dann macht's Boom und der Motor ist kaputt. Ja, was passiert? Tsunami kommt, überrollt das, Wasser geht in den Motor rein, Boom, kaputt, keine Kühlung mehr. Was passiert? Es kommt hier zu einer unkontrollierten Kernspaltung und nach einer gewissen Zeit ist die Batterie, sage ich jetzt mal, leer, die ja eigentlich nur für den Übergang gedacht ist, solange bis die Aggregate anspringen. Die sind ziemlich bald angesprungen. Ja, dann ist das Wasser rein und bumm hat's gemacht. Wie gesagt, mir kommt Tschernobyl immer näher. Ja. Wie gesagt, hier kommt es dann so zur Spaltung. Für 2 Stunden lang konnte man das noch ganz gut im Schach halten. Nach 2 Stunden war aber diese Batterie leer. Und dann facht es sich so an, das ganze Wasser verdampft. Das ganze Wasser verdampft hier, das dazwischen ist. Es verdampft. Nichts mehr ist da. Neutronen gelangen unkontrolliert, ganz unkontrolliert, außer überall rein. Es wird immer heißer, sie spalten sich immer schneller. Und ab so einer gewissen Zeit brauchen die gar keine Neutronen mehr von außen. Das heißt, selbst wenn man die jetzt komplett abschirmen würde, die würden innerhalb schon so viele Neutronen haben, dass sich der komplett spalten kann. Es wird immer heißer, immer heißer, immer heißer irgendwann. Wird dann dieser Behälter hier nicht mehr standhalten. Es kommt zur sogenannten Kernschmelze. Die schmelzen runter mit bis zu 3000 Grad, fressen sich hier durch und gelangen dann in den Boden. Ob es wirklich so gewesen ist, weiß jetzt noch keiner. Das wird man erst in den nächsten Tagen sehen. In den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, ob es sich wirklich durchgefressen hat oder ob es noch drinnen ist. Vorher hat man aber auch noch versucht, das Ganze hier mit Meerwasser zu kühlen, dass man einfach oben Meerwasser drauf geschüttet hat. Das hat auch soweit für 1, 2 Tage geklappt, vielleicht sogar für 3 Tage, was ich aber dann allerdings schon wieder für übertrieben halte. Naja, jedenfalls hat man gedacht, wenn man da jetzt einfach genug Wasser von außen reinschüttet, dann ersetzt es quasi die Pumpe. Naja, das Problem ist, wo hat man es hergehabt, das ganze Wasser? Das war ja immer so der, ich sage jetzt mal, Notfallplan. Falls da mal was ist, dann holen wir einfach mehr Wasser. Also der Jinhook, das ist eigentlich Jinhook oder wie es Viech heißt, das ist eigentlich nur so ein Truppentransporter, hat man jetzt halt hier mal für was anderes verwendet. Wie gesagt, man holt es vom Meer, schüttet es rein. Funktioniert für ein paar Tage. Ob es jetzt 3 oder 2 sind, ist egal. Aber dann hat man ein anderes Problem. Das Ganze ist innen drin verdampft und was bleibt übrig? Richtig, es bleibt Salz übrig. Über den ganzen Brennstäben war hier Salz drauf gelegen, so eine Salzkruste. Das heißt, es isoliert nochmal, es wird nochmal wärmer. Man hat das reinschütten können, weil hier vorher alles explodiert ist. Die Explosion nehme ich jetzt mal mit raus. Denn da hat sich Wasserstoff angesammelt und der ist dann explodiert. Also hier lagen diese Brennstäbe teilweise frei. Und ja, wir sehen hier entzündet sich Wasserstoff. Und
hier schüttet man es rein und dann war halt hier dann nach ein paar Tagen Isolierung pur. Und naja, man hat jetzt das irgendwie so weit in den Griff gekriegt. Naja, die Frage ist bloß, wie lange hält's? In Tokio wurden schon 30 mal höhere Strahlungswerte gemessen. Das ganze Wasser um Fukushima ist jetzt schon leicht verseucht. Das ganze Wasser, das hier hochgestiegen ist, verdampft ist, ist wieder ins Meer rein. Da ist es auch verseucht, wobei im Meer ist es nicht schlimm, weil da einfach so viel Wasser ist, das verdünnt sich so stark. Trotzdem, man sieht, man ist nicht unfehlbar. Das alles wäre jetzt noch verzeihbar gewesen, wenn es nicht so bitter gewesen wäre. Wieso? Wieso, was war so bitter? Moment, habe ich hier Fukushima? Genau. Die Anlage war gegen einen Tsunami der Größe ungefähr ausgelegt und die Anlage war separat gegen ein Erdbeben dieser Größe ausgelegt, dieser Stärke. Aber nicht für beides. Hätte man es für beide ausgelegt, hätte es wahrscheinlich funktioniert. Aber so hat es dem Erdbeben standgehalten. Das wäre jetzt durch die Notkühlsysteme hier, hätte das funktioniert, bis man da vielleicht das repariert hätte. Und wenn jetzt nur der Tsunami gekommen wäre, hätte man das auch geschafft. Denn es wären zwar die Notaggregate kaputt gewesen, aber nicht die eigentliche Versorgung. Also man hat es gegen eins von beiden ausgelegt, eigentlich gegen beides, aber nicht gegen beides gleichzeitig. Das ist natürlich sehr hart und was ich nicht verstehe, man hat auch keine Arbeiter aus dem Ausland quasi erlaubt reinzugehen, ihnen zu helfen. Zum Beispiel die Russen, die wollten ihnen helfen, haben gesagt, wir haben daraus gelernt aus Tschernobyl, das soll nicht nochmal passieren. Und die Japaner haben das nicht gewollt. Das Einzige, was man zur Verteidigung der Japaner sagen muss, erstens, es wurde 1970 in Betrieb genommen. Zweitens, ja, Fukushima ist jetzt auch nicht wirklich so die Riesenstadt hier am Meer. Also dieses Fukushima, das richtige Fukushima, ist ja ziemlich weit weg. Also, ich glaube, 100 Kilometer oder so. Aber trotzdem verstehe ich nicht, wieso man das ans Meer gebaut hat. Also mein Vorschlag wäre damals gewesen, wenn man es jetzt bauen würde, baut das Ganze irgendwo in die Berge. Ihr habt ja hier viele Berge. Weiter innen, ja, da so hier kommen wir jetzt dann so in die Bergregionen. Ah, Moment. Bisschen höher. Tja, hier sind so Berge. Hier gibt es auch Flüsse. Das machen wir auch bei uns so. Unsere Atomkraftwerke sind nicht an den Meeren, unsere sind an den Flüssen. Und wenn dann hier mal was gewesen wäre, erstens wäre hier kein Erdbeben gewesen, zweitens wäre hier kein Tsunami gewesen, also wäre das schon mal nie passiert, drittens gibt es hier nicht sehr viele Menschen. Also, wieso baut man das hier rein und nicht dahin, wo es eigentlich sinnvoller wäre, irgendwie in die Berge und eine Leitung legen, das werden sie ja wohl noch können. Höchsten Respekt habe ich vor den Leuten, die sich jetzt da bereit erklären, hier reinzugehen und das zu reparieren. Das ist zwar ein Todeskommando und ich würde das selber nicht machen, aber Respekt. Wie gesagt, die Links werden in der Beschreibung sein. Hier ist nochmal ein paar Bilder. Das war jetzt der Folgen des Tsunamis, aber das ist nichts im Gegensatz zum Atomkraftwerk Fukushima. Was ich auch ziemlich kurios finde, denn also nicht der Unfall, sondern wenn hier außen sind ja Leute. Man hat das ja auch dann später 25 Kilometer evakuiert. Tausende Menschen mussten weg. Und diese Menschen, die hat man jetzt weitergeschickt. Wohin? Nach Onagawa. Da gibt es auch ein Atomkraftwerk und die hatten auch Probleme.
Das heißt, man geht vom Regen in den Nieselregen. Natürlich die Probleme dort sind außer Gefahr, doch man zieht vom einen Atomkraftwerk zum anderen. Okay, wie gesagt, diese ganzen Artikel werden alle in der Beschreibung sein. Sehr interessant, ich habe es jetzt mal leichter gehalten. Hier ist nochmal das ganze Problem, was ich hier geschildert habe. Die ganzen Bilder werden auch in der Beschreibung sein. Wenn Sie eine andere Meinung haben, dann bitte lassen Sie es mich wissen über die Kommentarfunktion. Sie können mir auch gerne eine persönliche Nachricht schicken, einfach dann auf meinen Kanal, der wird wie immer auch in der Beschreibung gehen. Es sein youtube.com/mywindow. Und unten, ganz unten in der Beschreibung sein. Und dann hier einfach Nachricht senden klicken. Dazu müssen Sie sich natürlich anmelden, das ist klar. Also wenn Sie nicht einverstanden sind, dann einfach was schreiben. Wenn Sie einverstanden sind, dann auch was schreiben. Ich freue mich immer über Kommentare. Und wäre auch sehr nett, wenn Sie mich abonnieren würden. Wie gesagt, das hier ist meine Meinung. Sie müssen dieser Meinung nicht folgen. Und wenn Sie ein Problem damit haben, lassen Sie es mich wissen. Okay, ciao. Immer wenn du. Komm. Und jetzt wirklich ciao. Ciao.